Minimale Streuung. Sprich mit der Angestellten. Während der Fontanale habt du und Paimon eine besondere Gendarmin getroffen, die derzeit scheinbar nach Gästen sucht, die an einer Veranstaltung teilnehmen sollen. In Reihe und Glied Muskete anlegen, rasch zielen, präzise feuern, den Feind in Schach halten. Willkommen zur Spezialaktion der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung. Hier könnt ihr die Erfahrung als Musketenschützen genießen. Musketenschützen? Wir sind nicht ganz vertraut mit dem, was du da sagst. Aber schau dir den Stand der Gendarmerie an, könnte diese Aktion, von der sie da spricht, mit der Fontanade zu tun haben. Oh, die Zenitstürmer Führungsklasse-Kämpfer, seid ihr endlich aufgetaucht? Wenn ihr die Werbetrommel rührt, erreiche ich mein Auftragsziel ganz bestimmt. Ich verstehe kein Wort. Dieses Kämpferdings soll es eine seltsame Bezeichnung für Spielestyle und Paimon sein. Ganz richtig, das ist der Ehrentitel, unter dem ihr bei einem Teil der Gendarmerie bekannt seid. Eigentlich habe ich euch schon mal getroffen, aber eine ordinäre Schützin wie ich hinterlässt bei euch natürlich keinen bleibenden Eindruck. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Ihr habt die Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Aber wenn das als unsere erste Begegnung zählt, macht das doch auch nichts. Ich bin Torena, neues Mitglied der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung und verantwortlich für die verschiedensten Nebentätigkeiten in der Patrouille. Die Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung möchte die Popularität der Fontanale für eine Werbeaktion nutzen, um potenzielle Talente aus der Bevölkerung zu rekrutieren. Also tada, werft einen Blick auf den Schießsimulator auf 1000 Schritt ins Schwarze auf dem Tisch da. Dieser Apparat sieht aus wie ein Miniaturmodell vom Hof von Fontaine. Nicht nur der Hof von Fontaine, dieses Geländemodell kann auch andere Landschaften darstellen, sogar die Wildnis. Natürlich ist diese nicht so spektakulär wie der Hof von Fontaine. Zusammen mit einer speziellen optischen Sehvorrichtung, die das Forschungsinstitut Fontaine für uns entwickelt hat, können wir eine Situation simulieren, bei der ein Schütze der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung den Feind von einer erhöhten Position ins Visier nimmt. Es klingt also wie ein Spiel, bei dem man das Ziel mit einer Muskete anvisiert und schießt, richtig? Aber Paimon versteht die Bedeutung des Namens nicht wirklich. Was bedeutet auf 1000 Schritt ins Schwarze? Ich habe den Namen der Aktion von einem berühmten Zitat von Truppenführerin Chef Rose, spricht man das glaube ich aus, abgeleitet. Ein Ziel für uns alle. Als exzellenter Musketenschütze muss man in der Lage sein, auf 1000 Schritt Entfernung ins Schwarze zu treffen. Obwohl es bei der gegenwärtig erreichten Präzision durch die Massenproduktion der Musketen und das Sehvermögen unserer Schützen absolut unmöglich ist, auch nur auf 100 Schritt ins Schwarze zu treffen, ganz zu schweigen von den 1000 Schritten. Aber Truppenführerin Chef Rose schafft es mit ihrer Stärke vielleicht wirklich. Mach mal ein bisschen langsam, Paimon wird von einem Gerede ganz schwindelig. Man muss die technischen Begriffe auch nicht so präzise ausführen. Da haben die Zenitstürmer Führungsklassekämpfer auch wieder recht. Manche Sachen muss man nicht breitwalzen, lieber einfach ausprobieren. Als ich kürzlich der Patrouille beigetreten bin, hat mir Truppenführerin Chef Rose das gleiche eingetrichtert. Aber egal, bitte nehmt diese Sehvorrichtungen und benutzt sie mit dem Simulator auf dem Tisch, um das Spiel zu starten. Nun wollen wir es versuchen. Paimon ist tatsächlich auch ein bisschen neugierig, wie es sich anfühlt, mit einer Waffe wie der Muskete auf sein Ziel zu schießen. Das könnte interessant sein. Das Blade aber noch teuer und nur für die Reichen? Du brauchst halt zwei Waffen, aber nö. Oh. Also, er ist teuer wegen den zwei Waffen, aber das war's. Du brauchst eine zweite Waffe und fertig. Wenn du die hast, alles gut. Was müssen wir machen? Hab mindestens 20 Schüsse übrig. Okay. Sniper Elite Ghost Warrior 3 wird das jetzt. Wo ist der Stormpeak Dungeon? Im Süden von Asria. Ganz im Süden von Asria. In auf 1000 Schritt ins Schwarze findest du eine spezielle optische Linse, um Gegner anzuvisieren und auf sie zu schießen. Klicke auf die Zielen-Taste, um zu zielen. Ziele mit dem Mittelpunkt deiner Linse auf das Ziel und klicke auf die Schießen-Taste, um Kugeln auf das Ziel abzufeuern. Besiege alle Gegner, um die Herausforderung abzuschließen. In einigen Szenarien ist die Munition begrenzt. Besiege alle Gegner, während du dieses Limit einhältst. Die Empfindlichkeit des Schusses kann unter horizontale Kameraempfindlichkeit, Modus für gezielte Schüsse und Vertikal... Blablabla. Hat mindestens 20 Schüsse übrig. Oh. Ein
Besiegte Gegner 0 von 17. Damn, das ist nice. Alter, das ist geil. Ey, let's go. Okay, das ist geil. Yeah. Aber gerade der Fette, wie kriegt man denn, ist der Fette auch One-Shot? Oh, ist er nicht. Scheiße. Ups. Okay, der Fette braucht zwei. 9 Gegner noch. Oh, Alter. Easy. Damn. Der hat halt einfach geschlafen. Genshin und eine Sniper nie gesehen? Ja, das ist das neue Event. Das sind actually Poggers. Na, die hätte man alle mit der Explosion killen können. Ich hab's leider zu spät gesehen. Noch zwei. Da steht noch einer. Sniper Schei gedämpft. Hört sich ehrlich gesagt nicht so an. Als ob die Schei gedämpft wäre. Besiege alle Gegner, sichere mindestens 25% Unversehrtheit des wertvollen Ziels. 50% Unversehrtheit des wertvollen Ziels. Okay, jetzt müssen wir mehr machen. Du hast einen Genshin-Drop bekommen. Ja, kriegst du einfach nur fürs Zuschauen. Du müsstest dein Konto dann verbinden mit deinem Twitch-Konto. Und dann kriegst du in-game basically F-Coin. Also die beste Belohnung sind sozusagen 30 F-Coin. Einfach nur fürs Zuschauen eines Twitch-Streams. Insane. Flife would never. In bestimmten Szenarien kann ein wertvolles Ziel erscheinen. Besiege alle Gegner, während du dieses Ziel beschützt. Okay. Gegner? Hey, yo, chill, man. Ja, man muss denen ja keine Headshots geben. Fuck, ich hab zum ersten Mal daneben geschossen. Ich probiere mal den Headshots zu geben. Ich glaube, das muss man gar nicht. Oh Mist. Von 37. Ja, muss den keinen Headshot geben. Ach, damn, wieso sind das so viele Gegner, Alter? Immer noch 13 Gegner. Ist voll unlogisch, dass die wertvolle Fracht, die wir da beschützen, dass die direkt neben den explodierenden Fässern steht und keinen Schaden bekommt. Das hätten sie eigentlich auch noch einbauen müssen, dass man aufpassen muss, dass man die Fässer nur dann explodieren lässt, wenn die Fracht quasi schon vorbeigeflogen ist. Da müsste ich mir nicht angeschaut, was wir machen müssen. Aber steht es, glaube ich, auch noch dabei. Ah, es ist wieder mit begrenzter Munition, okay. Besiege 20 Gegner. Was ist das, ein NPC?
Oh, ach so, Leute. Hello, Mayo. Ah, da muss man jetzt warten, bis die ja beide laufen. Nice. Als ob die das nicht mitbekommen haben, dass da Fässer explodieren und Leute sterben. Stehen die da einfach da hinten und chillen. Weil der Typ kriegt einfach einen freaking Sniper-Schuss ins Gesicht und dann kommt ein Fragezeichen und er fragt sich, was passiert ist. Oh. Hold up. Oh mein Gott, wie... Hey! Hey, yo! Hey, yo! Okay. Alter. Der hatte die Moves, der Letzte hatte die Moves. Er hätte einfach nur nicht dahinter vorkommen müssen, dann hätte ich verloren. Crazy. Das ist actually nice. Den Game Mode soll es immer geben. Bei jedem Event. Wir haben unsere Position geändert, okay. Kann ja eigentlich auch so schießen, ohne zu zielen. Das haben wir gar nicht ausprobiert, gell? Oh, es geht nicht. Aber wieso nicht? Ah, wieso kann man nicht schießen, ohne zu zielen? No Scope. 360 No Scope. Einfach runterspringen und im Fallen schießen. Gegner. 4 2 1. Bam. Hey, let's go. Ich glaube, wir haben es alle gemacht, ne? Ja. Gab nur 4. Damn. Das habe ich ehrlich gesagt vergessen. Es kam sogar in dem Trailer von Version 4.3 vor. Das ist actually ein richtig nicer Game Mode.